Hallo und willkommen zu FarmTV, Ihrem Infomagazin rund um die neuesten Innovationen und Entwicklungen von GEA Farm Technologies. Und das sind die Themen unserer heutigen Sendung. GEA Farm Technologies macht jetzt den ganzen Schritt. Aus den deutschen Gesellschaften GEA Westphalia Search GmbH und GEA Westphalia Search Deutschland GmbH wird nun die GEA Farm Technologies GmbH. Alle wichtigen Informationen zur Umvermehrung und Verschmelzung in Böen gleich hier bei FarmTV. Und neue Magazinrubrik bei FarmTV. Wir stellen Ihnen unsere Rubrik Wir bei GEA vor und berichten über die Vorbereitung des Projekts Medupi unseres Unternehmenssegments GEA Heat Exchangers. Nach der erfolgreichen Etablierung der Marke GEA Farm Technologies folgt nun die geplante Verschmelzung der beiden Tochtergesellschaften GEA Westphalia Search und GEA Westphalia Search Deutschland am Standort Böhnen. Seit dem 26. Februar werden beide Gesellschaften erfolgreich durch die GEA Farm Technologies GmbH vertreten. Die Umformierung unterstreicht somit unseren Wandel zum Komplettanbieter auch auf der formalen Unternehmensebene und in der Firmenbezeichnung. Ebenso auf internationaler Ebene fanden bereits entsprechende Umbenennungen statt. So wurden beispielsweise die Firmenbezeichnungen in Österreich, Brasilien, Irland, Großbritannien, Neuseeland sowie in den USA erfolgreich angepasst. Im Laufe der nächsten Wochen werden weitere Umfirmierungen folgen. Selbstverständlich hat die Verschmelzung keine Auswirkungen auf bereits bestehende Verträge, die Sie eventuell mit unseren Tochtergesellschaften geschlossen haben. Diese gelten weiterhin fort. Kommen wir nun zu unserer neuesten Magazinrubrik Wir bei GEA. Hier werden wir Sie von nun an regelmäßig mit den interessantesten Neuigkeiten und Geschichten aus der gesamten GEA-Welt versorgen. Somit sind Sie zukünftig neben den neuesten Entwicklungen von GEA Farm Technologies auch über interessante Innovationen aus anderen Segmenten der GEA Group bestens informiert. In unserer heutigen Ausgabe dreht sich alles um das erstklassige Projekt der GEA Heat Exchangers. Das Stichwort lautet hierbei Medupi, ein geheimnisvolles Wort für große Taten. Was meinen Sie, passt auf eine Fläche von insgesamt 10 Fußballfeldern? 6 Wärmetauscher, hätten Sie es gedacht? Unglaublich, aber wahr. Bei dem sogenannten Medupi-Projekt handelt es sich um luftgekühlte GEA-Kondensatoren für 6 Blöcke des weltweit größten Kohlekraftwerks des führenden Energieversorgers Eskom im südafrikanischen Lephalale. Medupi steht hierbei für das mit fossilem Brennstoff betriebene Kraftwerk und die damit größte Investition in die Eskom seit ihrem Bestehen. Die südafrikanische Regierung will mit diesem strategischen Projekt die nationalen Energieversorgungskapazitäten erhöhen. Auf einer Fläche von insgesamt 30.000 Quadratmetern werden die GEA-Kondensatoren nicht nur für eine dauerhafte Abkühlung, sondern auch für eine langfristige Auslastung des Medupi-Kraftwerks sorgen. Bereits 2013 werden die Wärmetauscher an das Netz angeschlossen, dann wird die Leistung des Kraftwerks rund 4.700 Megawatt betragen. Die GEA verfügt bereits über umfassende Erfahrungen auf dem Gebiet der luftgekühlten Kraftwerke in Südafrika. So wurden bereits die beiden Eskom-Kraftwerke Matimba und Majuba mit luftgekühlten Kondensatoren von GEA erfolgreich ausgestattet. Weitere Informationen zum Medupi-Projekt finden Sie unter www.geagroup.com/de/news/2007-1129-4x01.html. Das war's vorerst von uns von FarmTV. Haben Sie noch Fragen, Anregungen oder Wünsche zu unserem Programm? Dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an info@gea-farm.com. Wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten und sagen bis dahin Tschüss und bis bald hier bei FarmTV.